So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Lindwort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema Golf 2 Kisa JP Projekt. Das Projekt läuft ja weiter. Ne? Wir haben lange nichts davon hier berichtet, weil es war sehr, sehr, sehr kompliziert. Weil die Zeichnung von Kisa war komplett anders, als man das im Endeffekt bauen kann. Ja? Das war gar nicht möglich, das Projekt 1:1 zu übernehmen. Ja? Der Kisa hat das Auto ein bisschen länger gemacht, breiter etc. Das habt ihr aber bei dem JP im Video schon, glaube ich, gesehen. Und zwar, wir sind mit der neuen Front. Wir haben im Prinzip hier drüber gezeichnet in 3D, wie die Stoßstange aussehen soll und wie die jetzt ist. Zum Beispiel, ne? Hier ist das fertige Projekt. Ja, so wird das Auto am Ende aussehen. Sehr, sehr, sehr brutal. Jetzt haben wir hier schon im Prinzip die Lufteinlässe. Wir haben schon im Prinzip diese Lufteinlässe, die hier an der Seite sind, und einen großen Luftanlass. Und diese Einkerbung ohne Kennzeichenhalter haben wir schon alles hier vorbereitet. Wie wir das gemacht haben, wisst ihr schon. Also, bleib mal kurz, ne? Ich sag euch was. Wir haben unser Zaubergerät. Im Prinzip, hier ist ein Bleistift dran. Ja? Und hier kann man alles ausmessen. Im Prinzip, wenn wir zum Beispiel hingehen und sagen, zum Beispiel jetzt. Ne? Ja, also hier zum Beispiel, ne? Wir zeichnen zum Beispiel Luftanlass jetzt. Zeichnen wir den an, also nach hier, machen wir uns einen Strich, so. Ja, so zum Beispiel, und so gehen wir nach und nach weiter. Ja, so hier, ja, ein bisschen tiefer hier, dann haben wir wirklich 1:1, wie links, so rechts. Ja. Im Prinzip, so entstehen die Lufteinlässe. Auch hier, ja, wenn man zum Beispiel das alles hier gemessen hat, hier, da muss alles perfekt sein. Ne? So sieht es aus. Wie am Projekt ist die Stoßstange etwas höher als der Scheinwerfer. Ja, also die Stoßstange überdeckt den Scheinwerfer und hier ist es genauso. Jetzt hat er natürlich nur einen halben Scheinwerfer. Und deswegen kann man sehen, vielleicht von unten, ich weiß nicht, kannst du sehen? Kann man sehen, das wird der Scheinwerfer überdeckt. Ja. So sieht's aus. Wir haben die Kotflügel korrigiert, wie bei dem Video bei JP ihr gesehen habt, hatten wir so ein bisschen Startprobleme gehabt bei den Kotflügeln vorne, aber das hat sich jetzt erledigt. Ja, jetzt haben wir das gelöst. Und zwar, ich gehe mal von der Seite. Und zwar, wir haben diese Platte, ja, zuerst in der Stoßstange gehabt. Und der Kotflügel hing wirklich so viel in der Luft an der Seite. Ja? Also die Stoßstange ist sowieso viel, viel höher schon jetzt. Also vorher war, wenn man in den Kotflügel mal guckt, war die Stoßstange vielleicht hier. Also war bestimmt so ein Spalt zwischen Originalstoßstange und dem Kotflügel. Jetzt haben wir natürlich alles schön gemacht. Ne? Mit Halter, mit allem drum und dran, wie sich auch gehört. Dann haben wir hier, wie auch auf dem Projekt, die Stoßstange verläuft so. Da läuft die hier schon so spitz gerade. Und natürlich hier was Jean-Pierre gemeint hat. Ein bisschen näher. Guck mal hier, so viel wird da rausgeschnitten. Also wirklich ein ganzer Klopper. Wir haben auf dem Projekt, waren die Kotflügel quasi nur diese Wand, diese und diese. Ja? Jetzt haben wir von uns aus eine Kante noch dazu gemacht, die wir am Auto dran kleben. Sieht etwas schöner aus. So, zum Thema Heck. Ja, wir haben die Heckschranke komplett abgeformt, die Originale, und quasi eine aus Glasfaser ausgeschnitten. Warum wir das gemacht haben? Oh. Warum wir das gemacht haben? Weil, ja, das ist ja noch nicht fest, aber dass wir einen perfekten Spaltmaß hier hinbekommen. Ja, deswegen ist das hier so Heißkleber, haben wir dran gemacht, damit wir auch den Spalt hier, schaut mal her, wenn er eingebaut wird, ist der Spalt natürlich dick und dacko. Ja. Nicht nur das, sondern auch noch, warte, kann man die runternehmen. Ja,
runter, sondern auch noch, die Kante ist ja abgerundet. Wenn wir einfach eine Stoßstange oder die originale Stoßstange abschneiden, haben wir eine scharfe Kante und die kriegt man nicht so perfekt gerade hin. Deswegen haben wir diese Kante hier noch gemacht, also quasi abgerundet, und es ist, wird richtig, richtig schön. Alle originale Haltepunkte haben wir übernommen, so dass man das wirklich auch, ich sag mal, mit schnelleren Geschwindigkeiten fahren kann. Ja? Ist kein großes Problem. Dann wird alles hier rausgeschnitten noch. Und was der Jean-Pierre da zaubert, lassen wir uns alle, glaube ich, noch überraschen. Zum Thema, das war eine Stoßstange. Zum Thema, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Zum Thema Ding. Ich nenne das ein Ding. Ja? Jean-Pierre hat gesagt, Andreas, das müssen wir nicht bauen, weil es gibt da ganz viele, bei eBay ganz viele Anbieter, und das können wir ganz günstig kaufen. Ja, jetzt war es richtig teuer und schaut mal her. Ich weiß nicht, wie man die Rundungen hier, ich verstehe nicht, wie man sowas bauen kann. Ja? Das ist doch wirklich, jeder, der sowas produziert, ja? Guck mal hier, guck mal, das passt ungefähr hier, dann passt das hier überhaupt nicht. Also, wenn man wirklich sowas produziert, dann muss man so ein bisschen Herz fürs Auto haben. So ein bisschen, so. Und das darf nicht passieren, ja. Das ist, das ganze Ding ist vielleicht, wie viel ist das denn, 1 mm? Guck mal hier. Das ist Papier. Das ganze Ding ist so. Guck mal hier zum Beispiel. Ja, hier und hier. Ich meine, der das produziert, der sieht da doch, dass das nicht gerade ist. Also wirklich, ich würde dafür gar nichts bezahlen. Ja, ich würde noch mein Geld zurückfordern. Aber es ist eine Katastrophe. Ja, was man da bei eBay so hinbezaubert. Auch die Kante hier, ne? Das ist Kacke. Das ist echt, guck mal hier. Alles kaputt. Ja. Guck mal hier. Das ist jetzt schon kaputt. Also das ist ja vorprogrammiert, dass das alles quasi mehr oder weniger am Auto auseinanderfällt. Was steht hier? Da steht eine Marke hier. Warte. Das müsst ihr nicht zeigen. Ich kenne diese Marke. Ich behalte meinen Kommentar dazu. Wir hatten am Anfang etwas Probleme mit dem Heckspoiler. Und zwar, die Heckklappe ging nur so weit auf. Ne? Beziehungsweise am Anfang gar nicht. Ja? Weil der Kieser, da hat den Spoiler quasi gezeichnet, dass der hier ist. Nur wenn ich den Spoiler ganz hier habe, da passiert gar nichts mehr. Ja? Also dann ist Armageddon. Ich kriege gar nichts mehr auf, gar nicht mehr zu. Jetzt haben wir uns mit Jean-Pierre entschieden, dass wir quasi die ganze Scheibe rausnehmen mit der Dichtung zusammen, das alles vergrößern, ja, neu modellieren, würde ich mal sagen. Also du kannst ja nicht nur schleifen etc., sondern einfach nur neu modellieren, und dass wir die Scheibe komplett rausnehmen mit der Dichtung, mit so zwei Verschlusssystemen links rechts, damit der Jean-Pierre auf der Messe das einfach klick klick rausnehmen kann. Und dann könnt ihr den Motor sehen, und nach dem Messer oder ich sag mal, nach dem Messerschluss kann man das schnell reinmachen und ist dicko dacko. Ne? So ist das. Ja, also das ist eine riesen Kante, wirklich. Also das ist ja, das ist auch so ein Pilz. Kennt ihr den großen rot-weißen Pilz? Ja, die sollte man nicht essen. Ne, ich finde es, wir sind ziemlich gut vorangekommen. Und ich glaube, ja, wir brauchen noch 5 Wochen, 6 Wochen brauchen wir. Und dann sollten wir mit dem Projekt fertig sein, weil ein nächstes Projekt wartet. Was das ist, darf ich nicht verraten und werde ich auch nicht verraten. Also stellt auch keine Fragen. Also ich freue mich auf das zweite Projekt viel mehr als auf dieses Projekt. Weil das Projekt war sehr kompliziert und von dem, der das gezeichnet hat, nicht durchgedacht. Also da sind viele Sachen einfach nicht beachtet worden. Also das, ja, also wir können im Prinzip in Photoshop können wir das Auto länger, tiefer, Scheiben runter, wir können alles machen. Alles ist möglich in Photoshop, aber in der Realität ist das anders. Deswegen ja.
So sieht's aus. Wir werden alle zwei Wochen berichten, wie weit wir mit dem Golf sind. Ich schätze mal so 5-6 Wochen sollten wir hier mit dem Projekt durch sein. Ja, und das zweite Projekt, wo ich mich unglaublich sehr freue, das sagt man nicht, unglaublich sehr gibt es nicht. Ne? Ich sage das aber in jedem Video, ich sage das immer. Ja, wenn der Benzer schon was sagt, ich mache so ein T-Shirt unglaublich sehr. Nein, Spaß. Also ich freue mich wirklich unglaublich auf das zweite Projekt, weil das ist so meins. Ja? Das ist so meins und da ist alles, ich verspreche euch, da ist alles auf Millimeter durchdacht. Auf Millimeter durchdacht. Seid gespannt. Ich freue mich wie ein kleines Kind, ja, auf das neue Projekt. So, das war's hier von uns aus Camp Blindfort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, lasst uns ein Like da, abonniert uns, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.